Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten OMSI 2 Let's Play mit mir und mit Peter. Ja, wir befinden uns heute auf Felsheim und ja, fahren hier die Felsheim-Linie. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, da braucht noch ein bisschen Druck aufbauen, sieht man schon. Denn ja, Luftdruck irgendwie, keine Ahnung. Wir haben 6 Uhr morgens, das heißt, wir werden gleich die erste Linie fahren. Und dann mal schauen, was wir heute morgen fahren. Denn ja. Genau, ja, ihr wisst, ich fahre schon. Zeit mache ich ja die Let's Plays und ja, da ich jetzt momentan gerade mal wieder richtig geschafft habe, mache ich mal jetzt in Felsheim, denn Felsheim ist ja ist nicht schlecht, macht auf jeden Fall Spaß und ja, warum auch nicht. So, dann werden wir doch mal hier mal hinstellen und guck mal nach einer Linie. Nee, dann machen wir jetzt die Linie 6, die fährt nämlich. Achso, ich muss ja noch. Jetzt gucke ich gerade. Welche Linie hier wegfahren? Die Linie 10 fährt weg. Ach Gottchen. Fährt hier die Linie 1 auch weg? Nee, liegt doch X1. Gucken wir doch mal nach der Linie 1 und werden die Let's Play. So, mal schauen, was wir so haben. Siedlung 1. Felsheim, genau, zur Siedlung in der Aue. 617, den nehmen wir. So, dann muss ich noch schon kurz hier alles eingeben. Denn ja, muss man ja. Fahrt, nein, 1 und dann die Route 1. Siedlung in der Aue. Dann die 1. Mal die Uhrzeit noch mal vorstellen auf 6 Uhr und ja, 15 würde ich sagen. Und lassen wir die Leute einsteigen. Wenn welche zum Einsteigen sind, das ist schon so eine Sache. Ah, sowas. Dann eben nicht. Dann fahren wir in einer Minute los. Und dann passt es. Ja, ich denke mal, wir brauchen
ungefähr, wie lange geht die ungefähr, die Map? Lass mal schauen. Ja, ungefähr eine 30 Minuten Tour. Das passt eigentlich. Würde ich mal sagen. Ja, keine Ahnung, warum da jetzt keiner hier einsteigen will. Bei meinem Bus. Naja. Nächste Haltestelle, Domstraße. Mal schauen, was das so ergibt, ne? Ja, meine Freunde, so, ihr seht, ich fahre jetzt die Linie hier, die X1, beziehungsweise die Linie 1, ist es ja. Und ja, mal gucken, was das so der Tag bringt. Sag ich mal, denn ja, es gibt ja sehr viele Stellen, die man zu befahren hat hier in Pfälzheim. Und ja, Pfälzheim ist eine schöne Welt. Da sagt ich mal so, jetzt bin ich mal gespannt. Aber das scheint irgendwie zu funktionieren. Ja, dann lassen wir uns doch mal einsteigen, ne? Guten Morgen. Hallo, eine Tageskarte bitte. Ja, natürlich, wir bekommen hier eine Tageskarte. So. Das sind dann 670. Bereits, weil wir ja schon erfahren haben, oder noch nicht erfahren haben, beziehungsweise ihr habt ja mit uns schon erfahren. Nächste Haltestelle, Hauptpostamt. Es besteht ja Zugang zur Stadtgalerie. Diese User, die ja meinten, ja, über ein, naja, eine Community betrifft eigentlich gerade nur einen User. Ja, ich sag mal so, er versucht gerade alle Freundschaften kaputt zu machen. Wir sind der Meinung, das kann nicht sein, denn wenn einer sowas macht und er nicht einmal den Mumm besitzt, ihr habt gerade richtig mit dem Mumm besitzt, zu einem anderen auf den TS zu kommen, mit denen zu reden, dann muss ich leider sagen, entweder du hast Cojones und redest mit einem, dann ist jetzt gar kein Problem, aber was würde passieren, wenn der User, die Cojones nicht hat, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Müsste eigentlich jetzt nicht aussprechen, denn ja, sowas geht gar nicht. Er hat einfach den Mumm nicht dazu. Und da muss ich wirklich sagen, hey, und du willst dich Leitstellenleitung ausgeben. Ich weiß nicht, was bei dir da falsch gelaufen ist, denn er macht so viele Sachen kaputt gerade, also Freundschaften. Und da muss man wirklich dann mal sagen. Nächste Haltestelle, Pfälzheim, Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zu den Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie zwischen den Linien X1, 3, ja, 6 und 9. Eigentlich auch bestraft. Pfälzheim Central Station. Sonderstatus hat oder nicht? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, er hat den Punkt nicht dazu. Und ja, ich sag mal so, weil wenn man Freundschaften kaputt machen möchte, dann ist man es auch nicht wert, dass man den Leitstand
Leitstellen, Leitung ist. Denn wenn eine Freundschaft kaputt macht, ist das gut da. Das geht gar nicht, wegen einem Termin sowas zu machen, Leute. Das muss nicht sein. Ja, Leute, ich werde jetzt die Fahrt hier unterbrechen. Beziehungsweise ich würde jetzt die erste Pause reinhauen, denn ich habe jetzt noch eine Teamsitzung über dieses Thema. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat bis jetzt, dann schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Und ja, wir hören uns. Immer stay positive, immer positiv denken. Bis dahin, euer Peter. Ciao, ciao.